Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren nervenaufreibenden Geisterjagd in Phasmophobia. Ich bin Flex, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, ihr Lieben. Ja, und heute auf einer besonderen Geisterjagd, ihr Lieben, denn wir schauen uns die neue Karte an, das Gefängnis. Die soll ja demnächst jetzt rauskommen für die Early Access Version. Das ist jetzt hier noch eine Beta-Karte. Und wir schauen mal, ich weiß nicht, ob auch schon ein paar neue Soundeffekte und so weiter alles drin sind. Oder ob nur die neue Karte drin ist. Ein neuer Geist auf jeden Fall noch nicht. Aber vielleicht kriegen wir ja auch ein paar neue, fiese Soundeffekte oder so. Auf jeden Fall sieht es schon mal ganz gut aus auf dem Bildschirm hier. Ich freue mich drauf. Sieht auch recht groß aus. Ungefähr so wie die Schule, würde ich fast sagen. Ich weiß nicht, vielleicht hat es auch mehrere Stockwerke hier noch. Ja, wir sollen in der Nähe des Geistes ein Räucherstäbchen zünden. Wir sollen anhand eines Bewegungsenders den Geist finden. Und wir sollen ein Waschbecken mit dreckigem Wasser finden. Und der Geist heißt Steven Jackson. Und auf geht's. Ja, ich habe die Karte auch selber noch nie. Also jetzt Premiere mit euch zusammen. Gucke ich da jetzt rein. Ich kenne die Karte auch nicht. Wir gehen ja jetzt zusammen zum allerersten Mal rein und jagen den Geist. So, wie wir das gewöhnt sind. Ich bin ja sehr gespannt. Ich hoffe, vielleicht haben wir schon doch auch ein bisschen neues Geisterverhalten. Vielleicht auch ein paar neue Soundeffekte. Wir nehmen uns ein Thermometer mit. Wir nehmen uns eine Taschenlampe mit. Wir nehmen uns eine Geisterbox mit. Tür auf. Ah, ist das cool, Leute. Ich schätze mal, hier, wo die Tür offen ist, geht's auch rein, ne? Da-dam, da-da-da-da-dam. Oh, sehr gut, Leute. Ganz neu, alles neu. Thermometer, gehst du? Hier draußen, der Maschendraht klappert auch so ein bisschen vor sich hin. Echt cool. Okay. Tür auf, ziehen. Und hallo. Guten Tag. Bitte legen Sie alle Ihre Wertgegenstände und alles aus Metall in die vorgelegenen Boxen. Piep, piep, piep. Ist hier noch Strom? Tatsächlich. Ah, oh, so super, Leute. Okay, schauen wir uns um. Oh, da quietscht doch schon was. Besucher. Visits. Hier wird besucht. Sehr gut, sehr gut. Das ist ja so cool hier. Aber nichts kalt, alles super. Bis jetzt noch. Ah, ich hoffe, da kommt dann jetzt auch demnächst die weiteren Karten. Können wir hier die Tür öffnen? Ja, ist alles ausgefallen. Elektronische Schlösser funktionieren nicht mehr. Schön, schön weit aufmachen. Was haben wir hier? Administration. Das ist aber fies. Entweder liegt es an dem Gefängnis oder das ist schon ein neues Geräusch, das Quietschen. Wahrscheinlich ist das eher die Gefängnistüren, die so quietschen. Hier geht es auf jeden Fall auch nochmal nach oben. Dit. Hier sind wir dann wieder im Eingangsbereich. Weil es hier unten schon überall klappert, schauen wir uns erstmal unten um. Rack. Asylum waren wir jetzt auch schon. Jetzt haben wir zumindest schon mal uns dann mit dieser Karte uns schon mal alle Karten einmal angesehen. Wobei einmal ist auch sowieso kein Mal. Da wird geklappert und gepoltert. Das ist gut. Vor allem, wenn man sich gar nicht auskennt. Ich höre Schritte. Da wird schon wieder gepoltert. Geklappert. Ah, herrlich. So, hier kommen wir wieder hier rein. Besucher. Ah, das ist noch ein anderer Besucherraum.
Nicht jetzt sind die Häftlinge von der anderen Seite drin, ist derselbe Besucherraum, oder ist die Häftlingsseite so rum? Aha. Da geht's nach oben. Fomp. Tja, Leute, hier müssen wir erstmal jetzt ganz neu gucken, weil wir uns ja nicht auskennen. Hallo? Da, die Seife. Nicht aufheben. Schleicht sich der Geist noch von der Hinterseite an. Da, vielleicht haben wir irgendwo noch einen Knochen. Aber wow, was war das denn? Wie so ein Flüstern, oder? Also entweder liegen, sind das Effekte, die jetzt im Gefängnis geschuldet sind hier? Oder sind auch so schon ein paar neue Soundeffekte da drin hier? So, dann gehen wir doch mal die Zellen durch. Haben wir hier irgendwo Licht im Zellenblock? Ich habe mir fast gedacht, dass hier irgendwo unten kein Lichtschalter ist. Wahrscheinlich eher irgendwo oben oder irgendwo in so einem Kontrollraum. Zellentür die ganze Zeit schon auf und zu, ne? Der ist bestimmt irgendwo hier. Da wieder, quietsch! Wie so eine Tür, die auf und zu geht langsam, ne? Immer so ein bisschen. Der Hof. So, so. Hier kann man also auch noch draußen. Oh, hier gibt es doch einiges zu durchsuchen. Das ist ja gut. Auf der Grundriss sah gar nicht so groß aus. Aber ist, glaube ich, auch ein bisschen verwinkelt gemacht hier, dass man nicht so schön im Kreis rumgehen kann. Die Zellen hier unten hatten wir jetzt schon. Jetzt auch die auf der Seite hier so ein Stück. Dann gehen wir mal nach oben. Hier unten ist auch nichts. Wir gehen mal nach oben. Quietsch, das ist hier irgendwo über uns. Er quietscht mit irgendeiner Zellentür da rum. Wir kommen. Steven Jackson, ne? Ja. Der Steven Jackson. Gucken wir doch mal. Pling! Immer das gleiche. Quietsch, pling, quietsch, pling. Und sonst noch so, lieber Geist. Alles gut. Ich weiß, ob das auf die Reichweite auch zählt, aber es hat eine gute Reichweite. Darf ich jetzt ein bisschen trotzdem einmal da drüben lang gelaufen sein? Okay, hier oben geht es auch nirgendwo hin. Keine weiteren Wege. Das war jetzt immer eine normale Bürotür. Oder überhaupt eine normale Tür, die wir jetzt gehört haben. So, hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Und hier ist auch nichts. Ich frage mich gerade, ob man sich in so einer Zelle verstecken kann dann. Weil kann man ja auch eine Tür zumachen, aber der Geist kann ja da komplett dadurch sehen. Also wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich müssen wir uns was Besseres suchen, wenn er uns plötzlich jagt, wenn wir hier sind. Na gut, hier ist nichts.
Da unten war es, gehen wir über den Hof raus und gucken mal, wo uns das hinführt. Wohin? Da drüben kann man auf der anderen Seite noch rein, ne? Gehen wir erstmal hier drüben rein. Kann man da auch durch? Ja, da kann man auch überall rum. Aber außerhalb des Gebäudes kann der Geist nicht sein, ne? Der kann nur innerhalb sein, denke ich. Hoffe ich. Hallo. Ich höre schon mehr. Noch ein weiterer Zellenblock hier. Ich kriege schon wieder den Tunnelblick hier. Da war doch wieder dieses Pling. Ganz leise nur, aber. Gut, gucken wir die Zellen hier drüben noch ab. Dann noch wieder nach oben hier auch. Hier knarzt es auf jeden Fall schon mal mehr. Der Lichtschalter geht nicht. Okay, können wir nicht bewegen. Da schon wieder. Was ist das für ein Geräusch? Für ein ganz leises. Nirgendwo hin. Erdgeschoss hier unten haben wir auch. Gehen wir nach oben. Wenn wir nicht am Treppenländer hängen bleiben, gehen wir nach oben. Welche Zellentür ist das, die du da mal bewegst? Warm, warm, warm. Alles zu warm. Richtig schwer aufmachen. Lassen alle frei. So, da müssen wir noch rüber auf die andere Seite. Ich glaube, der ist nicht hier, Leute. Auch in diesem Zellenblock ist der nicht. Ist er nicht. Unten ist er hier nicht. Im anderen Zellenblock drüben ist er nicht. Ja, und wir kennen die Karte aber auch nicht. Also müssen wir uns weiter umschauen. Und da unsere Sanity mit Sicherheit auch schon ziemlich gelitten hat, wird er uns wahrscheinlich demnächst das erste Mal jagen. Könnte ich mir gut vorstellen. So, hier unten haben wir sicher alles abgesucht. Ne? Waren wir überall. Jetzt poltert es da vorne wieder. Hier unten waren wir drinne. Okay, gehen wir raus und gucken mal, wo es dahin geht. Hier ist er auch nicht. So, Moment, da sind wir einmal durchgekommen, aber hier drüben waren wir nicht und da waren wir auch nicht. Oh, hallo, das klang schon näher. Mal duschen am Ende des Gangs. Und da müssen wir hier drüben noch lang. Tür auf. Wo ist der hier irgendwo? Tada. Jetzt knarzt es schon wieder. Die Bücherei. Ah. Das klang sehr nah dran.
Ja, es klingt immer näher irgendwie. So, hier waren wir schon. War doch hier ein Treppenhaus, auch genau hier vorne gleich, ne? Moment, 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 irgendwo hier war ein Treppenhaus. Hier, ne? Ja. Gucken wir mal. Ist alles nicht schlimm. Oh, warte. Ja. Wir haben dich. Wir haben dich, mein Freund. Du bist hier oben. Hier. Hier ist er. Ist ja auf der Krankenstation, aber hier ist überall kalt. Guck mal, hier ist es kalt. Hier vorne ist es kalt, sobald man hier reinkommt. Hier. Hier auch noch. Hier überall und auch hier, wo der Wartebereich ist, und eben gerade hatten wir doch irgendwo auch Betten da. Oh Mann, wie weit kann der sich bewegen? Haben die jetzt schon, ach, Strom ist aus, haben die jetzt schon deutlich größere, ja, läuft der hier auch noch rum? Ne, hier draußen nicht mehr. Okay, hier geht es nicht weiter für ihn. Den Raum hat er nicht mehr. Aber bis hier. Ganz rum. Und dann hier durch und durch die Krankenstation mit den Betten auch nochmal durch. Oh, schön. Geist auf der Krankenstation. Oh, 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 das war neu. Oder einfach nur, weil hier wirklich die Türen andere Geräusche machen. Nee, Moment. Hier in der Krankenstation hört es wieder auf. Okay, erst nur doch nur hier in dem... auf dem Flur hier. Das heißt, in dem Raum und hier in dem ganzen Bereich hier ist er. Okay, wir lassen unser Thermometer mal hier. Wir gucken mal, wie kommt man denn hier wieder raus? Warden's Office. Oh, shit. Verstecken wir uns doch gleich mal im Büro der Wache. Hinterm Stuhl. Oh, der ist aber unterwegs da draußen. Vor allem gucken, wie wir von hier wieder möglichst schnell rauskommen. Wo hier das nächste gutes Treppenhaus nach unten hat uns hier direkt hochgeführt. Eigentlich müssen wir direkt wieder da raus, wo wir hochgekommen sind. Dann runter und von da ist der Weg gar nicht so. Hallo? Oh, Mist, 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 Mist. Nicht so viel mit der Lampe rumklickern. Von da ist der Weg dann gar nicht so weit. Okay, er ist weg. Okay, schnell, 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 schnell. Tür auf. So, das hier ist sein Geisterräumchen. Die Tür kann auch mal ran. Und da sind wir reingekommen. Da ist das Treppenhaus nach unten, Treppenhaus runter, dann rechts. Und da kommen wir eigentlich wieder raus, ne? Wir haben ja noch gar nicht mit ihm gesprochen. Jetzt könnten wir ja mal riskieren. Aber es hat uns gerade schon gejagt. Vielleicht legt er sofort wieder los. Aber wir riskieren das mal trotzdem. Er ist hier vorne drin, ne?
Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich höre ihn nur laufen. Wo bist du? Okay. Wir lassen die Box mal hier. Und gehen. Und gehen einmal kurz. Klack hinter uns wieder die Türen. Okay. Einmal hat er uns auf jeden Fall jetzt schon gejagt. Einmal. So, hier runter. Hier raus. Rechts. Irgendwie, ne? Da. Oh, quietsch. Dadurch. Und dann. Da raus. Sieht gut aus. Okay, der Weg ist nicht weit. Der Weg ist gar nicht so weit. Ah, raus. Gut, okay. Wir haben sein Geisterörtchen gefunden. Sein stilles Geisterörtchen. Müssen wir nur noch rausfinden, was es für ein Geist ist. Auf jeden Fall haben wir schon mal Gefriertemperaturen. Das können wir schon mal sagen. Gesprochen hat er mit uns jetzt noch nicht. Ja. Aber er hat uns schon mal gejagt. Das ist schon mal gut. Mehr als die meisten anderen Geister in der Zeit gemacht haben, die wir letztens hatten. Sanity ist aber auch richtig runter. Futtern. Eine Kamera bereit machen. Achso, das Gefängnis hat auch so viele Kameras. Schalten wir schon mal die richtige ein hier. Das ist unsere. Und er hat noch nicht über die Geisterbox gesprochen. Wir nehmen mal ein EMF mit rein. Und das reicht. Taschenlampe an, Kamera mit. Auf geht's. Und aktiv ist er. Sanity ist jetzt bei 70. Das ist noch okay. Gehen wir wieder rein ins Gefängnis. Was steht da oben? Gefängnis? Vom Namen her da oben könnte es fast sein. Ne? So, jetzt hier durch die Halle. Durch die Doppeltür, links, Treppe hoch. Wir sind da. Zack, hier rum. Nö, alles gut. Wir sind es nur. Bring noch mal, Moment, ein zu früh. Bring noch mal eine Kamera mit. Dass hier alles kalt ist, stellen wir eine Kamera hier in der Ecke auf. So, die nimmt ja schon den ganzen Raum fast auf. Bist du da? Wo bist du? Bist du hier? Bist du hier? Ja, irgendwo hier ist er. Hat der Raum hier eine Tür? Keine Tür. Oh, da hinten aber. Gut. Wo bist du? Kein EMF. Keine Box bis jetzt. Ach Quatsch, wir legen ein EMF hier aus und gehen wieder. Wir gehen wieder. Es reicht schon. Wir wollten eigentlich nur kurz gucken. Okay, einmal wieder raus. Oh, shit. Ah, keine Hand, aber. Aber er ist auf jeden Fall aktiv mit den Türen. Also er hat auf jeden Fall, mit Türen hat er es auf jeden Fall schon mal wieder. Kriegen wir bestimmt Fingerabdrücke, so viel wie der mit den Türen hantiert. Könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht haben wir ein Gespenst. Aber dann müsste er über die Geisterbox noch antworten. Aber es passiert ja manchmal auch, dauert es ja auch länger, bis er was sagt. Oder ich habe die falsche Frage gestellt. Manchmal wieder sagen, wie alt er ist. Dann haben wir ja auch schon noch, wo er ist.
Wenn man aber fragt, was der Geist will, dann sagt er manchmal Kill, ne? Oder Death. Wissen wir gleich Bescheid. Puh. Kurz Moment, ganz kurz, einmal kurz, ganz bisschen habe ich mich erschrocken, als die Tür zugeknallt hat jetzt gerade. Aber auch nur kurz, bis ich gesehen habe, dass das Licht nicht blinkt. Dann ging's. Puh. Okay, guck mal erstmal auf unsere Kamera. Vielleicht haben wir ja Orbs. Könnte es auch ein Albtraum sein. So, zeig mal her. Haben wir denn irgendwo ein Orbi? Manchmal muss man eine Weile warten, aber wir müssen auch noch eine zweite Kamera in dem Raum, im Vorraum aufstellen, da hinten. Hinter dem Gitter auf der anderen Seite. Da muss auch noch eine hin. Und vielleicht müsste sogar noch eine in die andere Ecke vom Raum, die jetzt rechts drüben wäre, neben unserer Kamera hier. Dann, wenn man jetzt da weitergehen würde. Es ist ja bei größeren Räumen oft, dass man die wirklich nur von einer Ecke aussieht. Das hatte ich schon mehrfach. Hat man, glaube ich, auch schon zusammen, dass wir mehrmals eine Kamera da aufgestellt haben. Weil hier sieht es absolut... Moment, hat es ja doch was bewegt? Nee. Nee, sieht nicht danach aus. Ich tippe auch mehr auf, was müssen wir noch machen? Räucherstäbchen. Bewegungssensor, dreckiges Wasser. Oh, er ist ja gerade. Achso, er war gerade ganz aktiv. Wir müssen schon eine zweite Packung hiervon essen. Wir nehmen die Fingerabdrucklampe mit rein. Wir nehmen eine zweite Kamera. Wir müssen eh noch mehrfach da rein, sage ich. Wir nehmen eine zweite Kamera mit rein, nur auf Nummer sicher zu gehen. Wobei ich jetzt schon fast mit einem Gespenst rechne. Ich glaube, wir werden Fingerabdrücke finden. Und der wird dann noch auf die Box antworten, wenn ich noch ein paar Mal versuche. Und dann haben wir ihn. Gute Gespenst, das Gefängnisgespenst. Oder wir müssen ihm noch ein Buch reinlegen. Der schreibt uns noch was ins Buch. Dann hätten wir, dann könnte es auch ein Dämon sein. Wobei fast nicht aggressiv genug, würde ich sagen. Einmal gehuntet bis jetzt. Das ist gar nichts. Und er klappert viel da rum und macht viel. Das ist Poltergeist oder Gespenst in die Richtung. Gucken wir. Stellen trotzdem zur Sicherheit eine zweite Kamera auf. Man muss immer gucken. Dann schauen wir mal nach Fingerabdrücken. Dann müssten wir eigentlich welche finden. Er hat hier alle mit allen möglichen Türen rumgeklappert und gepoltert. Wir sind's nochmal. Oh, er hat die Tür auch. Ach ja, nee, die hatten wir wieder zugemacht, ne? Er hat sie zugemacht, danach haben wir sie nochmal zugemacht, die wir draußen waren. So. Dann stellen wir hier noch eine auf. So. Zack. Nee, andersrum. Die brauchen wir. Nichts. Ha! Habe ich dich. Einmal. Gucken. Zweimal. Da nicht. Ich hoffe, ich hätte da mehr als zwei, weil jeder Fingerabdruck können wir einmal fotografieren, ne? Drei, es sind schon drei Fotos. Wenn wir es überleben, heißt es natürlich auch nur, sonst haben wir nichts davon. Warst du hier auch drin? Nee. Okay, dreimal schon. Am Fenster nichts. Hier ist keine Tür drin. Okay, aber immerhin dreimal Fingerabdrücke haben wir. Deswegen, Tendenz, Gespenst ist wirklich gut. Du bleibst mal hier, du Lampe. Der wird mit uns reden noch, sage ich. Oder noch ins Buch schreiben. Wir müssen noch ein Buch mit hochbringen. Jetzt bringen wir eine Kamera mit rein. Also ein Fotoapparat und ein Buch. Dann machen wir Fotos von den Fingerabdrücken. Und dann legen wir ihm das Buch hin und dann haben wir ihn, glaube ich. Und dann schreibt er uns was ins Buch, sage ich. Oder wir kriegen ihn noch... Und die Box haben wir ja auch schon oben liegen. Oder wir kriegen ihn noch auf die Box. Bewegungssensoren müssen wir aber auch noch anbringen und räuchern müssen wir einmal da oben oder auch zweimal wahrscheinlich, wenn wir nicht in der Nähe des Geistes gerade sind beim Räuchern. Aber erstmal überhaupt rausfinden, was mit wem wir hier zu tun haben. Ah, frische Luft. Frische, befreiende Luft. Wir sind raus aus dem Geistergefängnis einmal kurz. Okay. So. Fotoapparat mit rein. Geisterbuch mit rein.
Fingerabdrücke fotografieren, Geisterbuch hinlegen. Gucken, ob er was reinschreibt. Wahrscheinlich wird er dann zwischendurch, bevor er schreibt, überhaupt, bevor er überhaupt was reinschreibt, wird er wahrscheinlich nochmal jagen. So, du kommst mit. Du kommst mit. Und auf geht's. Gleich wieder zurück. Keine Zeit zu verlieren. Ah, Buch oder Box, Leute. Buch oder Box. Gespenst oder Mare. Oder kann es überhaupt noch mehr, kann es gar nicht mehr sein. Es kann, glaube ich, jetzt nur noch ein Gespenst sein. Oder ein Spirit. Gucken wir doch einfach mal. Wir haben Gefriertemperaturen und Fingerabdrücke. Nee, eine Banshee oder ein Gespenst kann es sein. So rum. Okay, Banshee brauchen wir, glaube ich, noch. Weiß ich nicht, entweder ein EMF-5 oder Geisterorbs. Ich glaube aber, es war das EMF-5 für eine Banshee. Und fürs Gespenst, das Gespenst muss noch antworten über die Box. Das heißt, das Buch brauchen wir gar nicht mitnehmen. Sag ich mal, die Banshee schreibt nicht ins Buch. Das heißt, entweder es ist ein EMF, hätten wir vorher mal gucken sollen, hätte ich das zweite EMF mitgenommen. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Legen wir das Buch trotzdem hier hin. So, hast du jetzt davon. Muss da jetzt was reinschreiben. Muss ich nochmal ganz kurz die Lampe mir hier schnappen. Und nochmal gucken, wo überhaupt die Fingerabdrücke genau jetzt waren. Hier war einer drauf. Foto. Irgendwo hier war einer drauf. Foto zählt auch. Und irgendwo auf der Tür hier war noch einer, eine von der Innenseite. Ja. Zählt. So. Okay. Ins Buch wird er nicht schreiben. Wir haben hier das EMF. Wir haben hier die Geisterbox. Weg mit der Lampe, her mit der Geisterbox. Was willst du? Wie alt bist du? Er steppt doch genau hier. Warum löst denn das EMF nicht aus? Ne, Moment, ausschalten. Wo bist du? Ah, Moment. Eine 3. Ja, eine 3 ist gut. Schaffst du eine 5? Schaffst du eine 5? Zeig mir die 5. Komm schon, du schaffst eine 5. Leg dich richtig ins Zeug. Schaff eine 5. Guck mal, wie schön wir hier Licht machen. Oh, Moment. Hallo? Wo bist du jetzt hin? Hast du dich hier drin versteckt? 5! Dankeschön! Wir sind raus! Oh, was ist das für ein Geräusch? Hier piept irgendwas. Oder? Raus hier? Er hat eine 5 geschafft! Eine 5! Wir haben kein Gespenst auf hier. Was haben wir noch? Banshee. Wir haben eine Banshee. Wir haben eine Banshee. Okay. Tragen wir schon mal ein. Banshee. Sehr schön. Jetzt müssen wir noch räuchern und Bewegungssensoren anbringen. Dann haben wir wieder das auch geschafft. Waschbecken haben wir, glaube ich, auch noch. Aber Waschbecken wird schwierig. Aber wir können da oben einmal räuchern durchlaufen. Und Bewegungssensoren anbringen. Allerdings müssen wir dafür zweimal rein. Wir müssen jetzt zwei Sachen hochtragen mit dem Räuchern. Und danach nochmal zwei Bewegungssensoren hochbringen. Ja, das heißt, wir müssen noch zweimal rein ins fiese Gefängnis. Das spricht nochmal für eine Jagd. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall nochmal Tabletten. Dann haben wir schon 3 Packungen weggefuttert, aber bei großen Gebäuden braucht man das auch. So, wir nehmen
die Packung Räucherstäbchen und Feuerzeug. So müssen wir das wegschmeißen. Fotoapparat kann hier bleiben. Jetzt zeigt sich wahrscheinlich noch der Geist, ne? Müssen wir denn noch als letztes mal was Waschbecken? Naja, Waschbecken, gut, Waschbecken ist immer so eine Sache. Das können wir eigentlich schon fast wieder knicken. Da oben ist kein Waschbecken. Haben wir überhaupt, ja doch. Ja, oder haben wir? Ich habe gar nicht überhaupt ein Waschbecken gesehen zu haben. In jeder Zelle war eine Toilettenschüssel auf jeden Fall, aber war da auch ein Waschbecken mit drin? Weiß ich gar nicht. Stopp! Nein, wir gehen weiter. Wir gehen da jetzt nochmal hoch. Vernebeln dem Geist nochmal ein bisschen den Geist. Dann holen wir uns noch die Bewegungssensoren. Dann haben wir das soweit. Dann lassen wir nur das Waschbecken außen vor. Dann haben wir unseren Geist ja auch schon identifiziert jetzt. Und dann haben wir eine Profi-Geisterjagd auf der neuen Karte Gefängnis. Eine erste geschafft. Ja, wohl nicht zu früh freuen jetzt hier. Erstmal fertig werden. Ich habe das Gefühl, wir werden da reingehen und es macht Knalltür zu. Ne? Aber das Gefühl habe ich immer. Und stets und ständig. Wenn wir irgendwo hier reingehen. So. Wir müssen uns ein bisschen beeilen im Rumlaufen. Wir müssen ja auch in seiner Nähe sein. Atme das schön tief ein hier. Geh nochmal hier rein. So. Okay, das ist schon mal runtergebrannt. Hoffentlich hat es gereicht. Aber ich habe Schritte gehört. Der müsste eigentlich nah genug dran gewesen sein. Raus hier. Bewegungssensoren mitbringen. Ja, zwei Stück müssten reichen. Die bringen wir dann der anderen. Eigentlich müssen wir damit auf jeden Fall den einmal erwischen. Der bewegt sich ja doch ganz ordentlich. Da hin und her klingen. Oder wie so ein kleines Mikrowellenklingeln von so einer ganz alten Mikrowelle. So ist es gerade eben. Essen ist fertig. Roms! Knallt dann die Tür wieder zu. Bin ja mal gespannt, ob auf den anderen Karten auch neue Geräusche oder irgendwas zu hören ist. Oder vielleicht gibt es ja auch noch gibt's die zweite neue Karte ja auch schon. Das habe ich nicht gesehen jetzt genau. Ich weiß nur, dass wir erstmal hier Gefängnis angucken. Gefängnis Beta natürlich auch noch. Also noch ein bisschen mehr Early Access als sowieso schon Early Access. Eins, zwei. Achso, was haben wir jetzt? Achso, das Feuerzeug, ja. Ein, zwei Bewegungssensoren. Sanity 94, wir sind super drauf. Hat uns jetzt gar nicht gestört, da einmal durchzulaufen nochmal. Vielleicht härtet man mit der Zeit auch ab. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, für mich ist es öfter rein und rauslaufen, das Gebäude wird es immer schlimmer. Es wird immer und immer schlimmer. Aber jetzt haben wir es ja gleich geschafft. Einmal noch die blöden Dinger da oben angebracht. Jetzt höre ich hier unten die Schritte schon. Verfolgt uns schon bis zum Ausgang. Der ist mit uns unterwegs zusammen hier. Pling, da war schon wieder. Ist nochmal fertig. So, der kann ja hier vorne in dem Raum rumlaufen und hier hinten in dem Raum. Das ist ein bisschen blöd. Wir bringen mal einen. Ja. Ich glaube, er bewegt sich mehr hier hinten. Wir bringen noch einen hier an jetzt. Und hoffen das Beste, dass er entweder da mal vorbeiläuft oder hier. Oh, shit. Er ist in der Nähe, aber er jagt uns nicht. Wir haben keine Kamera dabei. Wo ist er denn? Da. Da steht er, in der Ecke. Ja, ich sehe dich. Ich höre dich auch. Ist ganz toll, dass du da bist. Wir hatten jetzt kein Fotoapparat dabei. Er hat sich aber noch nicht richtig gezeigt, weil die sehen immer am Anfang, sehen die alle aus wie so ein Schatten. Ist mir auch aufgefallen. Da sind die alle erstmal so ein Schatten vor, meistens da. Und dann, wenn die noch öfter auftauchen, dann zeigen sie, wie sie richtig aussehen. Dann kommt da auch eine Textur drüber sozusagen, dann sieht man den fiesen, blutverschmierten Geist und auch die Kleidung und so. Und der war jetzt noch als Schattenform da. Puh.
Bisschen habe ich mich erschrocken kurz. War auch wieder nur so ein bisschen. Es geht noch, es geht noch. Jetzt hat er da aber auch nur rumgestanden, hat sich nicht bewegt. Ich hoffe, er läuft noch einmal durch den Bewegungssensor. Ah, schnell raus hier. Schnell einmal raus hier. Ah, schade und kein Foto, ne? Geisterfoto ist immer gut. Aber okay. Okay, okay, wir wissen den Geist. Wir haben soweit das alles, wenn er jetzt durch den Bewegungssensor läuft. Hoffentlich haben wir ihn auch mit dem Ausrechnen. Hoffentlich hat er das auch gezählt. Habe ich gar nicht geguckt. Ist ja auch oft so ein bisschen schwierig. Da kann man manchmal dreimal reinrennen mit Räucherstäbchen und hat trotzdem irgendwo in der Nähe des Geistes geräuchert. Doch, es hat gezählt. Jetzt muss er nur noch einmal da irgendwo durchlaufen. Ich hoffe, der bewegt sich mal ein bisschen. Das sind auch noch Bewegungssensoren. Das sollte man noch mehr anbringen. 85 Sanity ist auch noch gut. Vielleicht einen mehr. Und noch eine Kamera mit. Vielleicht taucht er ja doch mal auf. Dann kriegen wir ein Foto. Lauf da jetzt durch! Ah, nee, Leute, wir fahren nach Hause. Läuft da eh nicht durch. Ist wurscht. Ich will da nicht nochmal rein. Es reicht für eine Geisterjagd. Wir haben das eingetragen. Wir haben 1, 2, 3 mal Fingerabdrücke. Ist auch was. Okay, fahren wir. Lauf durch. Lauf noch schnell durch. Aber jetzt kann er, glaube ich, nicht. Zählt sowieso nicht mehr. Okay, okay, okay. Aber gut. Eine Geisterjagd erfolgreich abgeschlossen auf der neuen Karte Gefängnis, die auch mir gut gefällt und die mit den Soundeffekten auch schon so ein bisschen, aber es liegt glaube ich am Gebäude, an der Map eher, dass da so ein paar neue Soundeffekte da sind, dieses Quietschen und dieses, wie ich sag, Pling, dieses Mikrowellengeräusch, was auch immer, als wenn irgendwas runterfällt, so ein bisschen, so ein kleiner metallischer Gegenstand, das ist glaube ich der Karte geschuldet und auch die Türen sich ein bisschen anders anhören, aber trotzdem gut, $175, paar Erfahrungspunkte, so soll es sein, einmal raus hier, ja, ihr Lieben, das war eine weitere Geisterjagd in Phasmophobia auf der neuen Beta-Karte zum Gucken. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, diese Geisterjagd hat euch gefallen. Sage wie immer vielen, 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 vielen Dank fürs Mitjagen. Wenn euch das gefallen hat, ein Kommentar darauf freut mich mal riesig. Und wenn euch in Zukunft gerne mehr Let's Plays und mehr Projekte sehen wollt, dann lasst doch ein Abo da. Da würde ich mich natürlich auch am meisten darüber freuen. Ansonsten kann ich nur sagen, ihr Lieben, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Geisterjagd.